Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic World Revelations. Mit dabei wie immer der Necro. Moinsen, nehme ich jetzt den Surfer gar nicht. So, wir brauchen. Zinn. Conduits. Gut. Ah, ne, die funktionierten ja nicht. Wir brauchen. Geil. Nein. Erdcreeper. Oh, scheiße. Erdcreeper gerade explodiert. Was ist passiert? Zombies und ein Zombie und ein Creeper sind in der Erde drin gewesen. So, dann müssen wir davon noch einen haben. Ach, ich habe mich schon bei YouTube ein bisschen umgeguckt, ne? Wegen Bartpflege. Ich lass mir so ein Bart halt wachsen. Ja, ich auch. Ja, deine Rotzbremse interessiert mich nie. Nee, was denn für ein Schnauzbart? Nein, im Moment. Ich wechsle das immer mal wieder. Na, ich habe hier rund um den Mund, mag ich am liebsten irgendwie, keine Ahnung warum. Ja, habe ich auch, aber ich habe dann noch an den Seiten zu den Koteletten hoch, weißt du? Gut, weißt du, was du meinst jedenfalls? Ich habe gar nicht gewusst, dass man den Bart so extrem pflegen muss. Ja. Das artet ja schon zu einer extremsten Wissenschaft aus. Das ist schon krass. Ja, ja, vor allen Dingen, was es da für Pflegeprodukte gibt. Vor allen Dingen, ne, gibt es ein Produkt, das nennt sich Bartwichse. Gut, ich weiß, wie ich die jetzt in Gefolge nenne. Ne, es gibt wirklich ein Produkt, das nennt sich Bartwichse. Warum auch immer. Dann gibt's ja Bartschauma, Bartöl, Bartjoghurt. Ja, alles. Also schlimmer wie Frauen und ihre Haare. Ja, das ist krass, ne? Obwohl man das sich eigentlich hätte gar nicht vorstellen können. Ja, ich habe letztens geguckt nach einem neuen Rasierer. Dann bin ich darauf gestoßen, mir einfach wie früher, weißt du? Und die Rasiermesser würde ich, nee, no go. Mm-mm. Warum? Nee, ich könnte es schon nie, weil ich da Angst hätte, mir die Kehle aufzuschneiden. Aus irgendeinem dummen Grund, warum auch immer. Wenn dann eine Rasierhobel, das ist was anderes. Das ist ja, wo du die Rasierklinge einsetzen musst, ja, diese alten, mit zwei Rasierseiten. Ja, ja. Das nennt sich Rasierhobel. Da bin ich am Überlegen, ob ich mir einen hole, weil die Rasierklingen sind billig und gibt viele davon in der Packung. Im Gegensatz zu dem Gillette-Gelumpe, das kannst du ja kennen, überhaupt, die bezahlen den Mist. Bezahlst du für 10 Rasierklingen über 20 Euro, die haben doch einen Treffer am Planeten. Und für den neuen Rasierer bezahlst du 5,99 sind 5 Rasierklingen dabei. Finde mal dort den Fehler. Ja. Nee, jedenfalls so eine Rasierhobel, die würde mich schon eher interessieren, aber so eine alte Rasierer, nee, lass mal stecken. Geh mal weg damit. Doch. Also, ich wollte mir jetzt erstmal so ein günstiges Teil kaufen, ne? Ja, du musst aber auch bedenken, dass diese Rasierklingen extremste Pflege brauchen. Ja, ich weiß, richtig schön mit Abziehen und so. Richtig, da brauchst du noch ein Abziehleder, da brauchst du noch dies, da brauchst du noch das, da brauchst du noch ein bisschen jenes. Ich weiß. Na, es ist also nicht so einfach, wie du denkst. Oh, da ist mein Grab. Das brauchen wir noch. Ja, wie schon gesagt, so eine Rasierhobel, die klingt schon verlockend, sagen wir es mal so. Ja. Die hat schon was. Also ich habe überall gehört, dass die Rasur mit so einem richtigen Rasiermesser einfach geiler sein soll. No, und was ich jetzt auch gelesen habe, auch wenn mir jetzt vielleicht einige widersprechen sollen, rasieren gegen den Strich macht die Haut glatter. Ja, natürlich macht die Haut glatter, aber irritiert die Haut aber auch. Ja, dafür gibt es eben halt auch wieder, wie ist das, dieses Aftershave Balsam. Ist eben halt wieder dafür gedacht, dass die Hautirritation sich eben halt wieder erholen kann. Also die Haut an sich wieder erholen kann. Ja, klar, sie erholt sich dann natürlich schneller, aber erstmal ist sie natürlich ein Arsch, ne? Ja, aber ich rasse mich schon seit Jahren gegen den Strich, von daher ist mir das eigentlich. Ne, kuriert schon seit Jahren auf dem Strich. Ich meine, rasiert sich seit Jahren gegen den Strich. Was war's noch? Eine Gearbox? Eine Hedge?
Ach so, Sprachgekennzeichnet sind wir. Na doch. Nee, hab ich ja schon. Wolf. Und ein Controller. Ich glaube, wir werden halt fertig mit der. Oh, das wär natürlich geil. Mit der Form. Aber es gibt schon wieder ein Problem. Ja, warte nun. Oder? Shit. Golden Electron Tubes brauche ich jetzt dafür. Natürlich jetzt doof, ne? Nö, ist im Endeffekt genauso wie die Zinn. Bloß, dass es eben halt Gold ist statt Zinn. Ich brauche dann so, so noch ein bisschen Ressourcen, davon mal ganz abgesehen. Weil. Ist ja nie. Oh, ja, Kacke. Da stehst du drauf, ne? Ist aber komischerweise bei jedem Spiel so, ne? Wir werden erstmal eine kleine bauen. Und zwar 3x3. Sollte eigentlich für den Anfang reichen. So, dann macht man das eben halt. Ne, wie bei jedem Multiblock. So, da. Okay. Bau die Quarry auf, aber so schnell wie möglich. Ja, ich bin schon dabei. Wir brauchen jede Menge Zinn. Mir geht das Zinn so extrem schnell aus. Ich brauche mindestens noch viel. Also die Farm steht noch nie, aber ich brauche noch mehr von den Farmblöcken und die sind mir alle gegangen. Zin, 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 zin. Ich will eigentlich schon ein bisschen was für eine Form erklären. Aber Ein wie schon Teil habe ich gesagt, jetzt die aufgebaut. Form ist eigentlich ganz geil. Ich brauche noch einen Mülleimer. Am Mülleimer. Mülleimer, ein Trash quasi. Eine Dreschkan. Und Strom. Muss ich dann noch haben. Na, Strom kannst du ja vom Reaktor abklappen. Ja. Trash. Lucky Prick gibt's auch. Ach Scheiße, hast du die normalen Steine noch? Nee, die habe ich alle aufgebracht. Scheiße. Okay, ich habe hier noch Kobbel, dann mache ich da mal eben. Soll ich mal so Just for Fun so einen Lucky Prick machen? Lucky Brick, was ist denn ein Lucky Brick? Keine Ahnung, deswegen will ich es ja mal machen. Hä? Warte. Hä? Sind 8 Gold, 8 Okay. Gold-Ingots und ein Brickstone. Ja, ich sehe es gerade im Crafting-Feld. Nimm mal raus. Jetzt zeige ich mal gleich, was das ist. Warte. Wir machen das draußen. Ja, dann warte aber einen Moment. Ich mache eben noch den Trash fertig. Ja, es ist nachts. Und Okay. ich kann wieder nicht schlafen. Wieder was in der Nähe, oder? Monster dabei. Fuck. Ich liege. Na, super. Ich liege, Mamma Mia. Monagie, Monami. Scheiße, wir wollten eigentlich mal eine Special-Folge machen, nur mit Lucky Blocks. Ich liege. Ja, die machen wir bei Folge, weiß ich nicht, 50. Ja, Wenn nee, wir genug Riff. ich würde sagen, so 25, 50, dann 75, 100. Ja, Ja, eigentlich. 25 ist ja schon zu spät. Die müssen wir nachholen. Aber wir brauchen erstmal die Ressourcen dafür, dass das überhaupt geht. So, was wollen Wir wir? brauchen Dispenser und Goldblöcke. Ja, genau, Gold. Das wird das Problem Na, jetzt im das an Moment. Gold habert es noch ein bisschen spät. Ja, komm, jetzt hau mal raus. Was ist das? Ich bin ein bisschen weitergegangen jetzt vom Haus. Warte, wo bist du? Na, ein bisschen nördlich. Ja, habe ich gesehen. Da, wo ich mein Dings aufgebaut habe. Da, ich sehe es. Bei der Mühlkuh. Richtig ein Tisch. Brick. Sandstone Brick. Warte, Are ich you auch mal einen kidding aufgebaut. me?
Ich mach meinen mal hier auf. Wow! Oh, was ist denn? Lol. Ein Birkenbrick. Da kriegst du nur Bricks raus, oder? Ist aber mal eine lustige Idee. Ja, also ich habe jetzt hier... Oh, lustige Bricks. Ein Spruce Brick. Ich hab zwei Birkenbricks. Okay, das war jetzt ein Satz mit X. Birkenbricks. Ja, ich habe noch einen Sandstone Brick und einen Spruce Brick. Ich habe noch hier einen Acacia Brick. So, jetzt brauche ich Kabel. Ja, ein Mikro. Wir haben keine. Warte mal. Ich glaube, dann mache ich das jetzt mal schnell. Eimer haben wir Eimer. Eimer haben wir ein oder zwei. Gut. Hey. Ich hab dich vorgewarnt. Ja, Moment, ich muss mal hier jetzt gerade auswechseln. Zwei Eimer. Ja, schon mal ein Teil zumindest. Aussortieren, was ich schon mal nicht in die Quarry haben will. Diamanten und so. Achso, die willst du gleich wegschmeißen. Ja, genau. Auch Kabel. Kabelstone? Kabelstone, ja. Nein. da ist die Schaufel. White. So. Da habe ich ja auch, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, den Kommentaren, den ich hier gekriegt habe, der hat auch immer geschrieben, dass der uns abonniert hat, weil der unsere Spontanität, unsere Abwechslung mag. Er meint eigentlich Verpeiltheit, aber. Na, irgendwo schon, aber ne? War nett umschrieben. Danke in dem Sinne. Ja, vielen Dank. Ich hab dir gesagt, das heißt aufhören mit singen. Nee. Ansonsten mache ich meine Firewall wieder an. Und dann sind wir raus. Du ja, ich nie. Weil dann musst du ja alleine hier arbeiten. Das musst du demnächst alleine farmen gehen. Hast du denn jetzt nicht Quarry Städter? Nee, also ja schon, aber ich brauche noch Kabel. So. Conduit. 11 Stück, da komme ich nicht mit weit. Du brauchst über 20 dafür. Iron. Oh, mein großer Zeh, der tut mir weh. Iron. Wie war denn das jetzt mit dem? Rotstein. Iron. Wir haben ein maximales Problem. Was denn? Was denn? Scheiße. Wir haben bloß 3 Seeds. Normale Seeds, oder? Wir haben. Nee, von dem. Scheiße! Weißt du, was mir gerade einfällt? Nee. Die haben das da geändert mit den Magical Crops. Du brauchst jetzt diese. Diese? Na, diese Jobs da hier. I don't know what you mean. Ach, wie waren denn die hier, die Cropsticks? Ach ja, genau. Ich bin doch doof. Stimmt. Hatten sie ja geändert gehabt. Finde ich aber eine geile Idee, weil ich hab, dadurch wächst das Zeug schneller. Ja, aber du kriegst halt auch keine Dings raus, ne? Ja, keine Sorge, ich weiß. Das ist halt richtig, richtig. Und das ganz Praktische ist, du kannst eben halt über die Magical Crops latschen, ohne dass sie dir Schaden zufügen. Ja, das ist das Einzige, was jetzt da irgendwie von Vorteil ist. Nee, es gibt 2 Vorteile. Der erste Vorteil ist, du kannst drüber latschen, ohne dass du Schaden kriegst. Der zweite Vorteil ist, dass die schneller wachsen. Und mit der Watering Can wachsen die sogar noch schneller. Ja, aber du kriegst halt keine Seeds und das ist der größte Dreck überhaupt. Ja, da kann man nichts machen. Es fehlt Buhnmehl und es fehlen die Schälchen. Stimmt, die kann man wieder nur dort machen. Ey, leck mich doch am Sack.
Zack, zack. Hä? Wie macht man die? Watering Can, wo ist er denn? Da ist ein MT. Aber mit den Slaps macht man die neuerdings, okay. Immer, oder? Alter, ich brauche noch so viele Kabel, ne? Ja, da brauchst du echt den Wurmst. Haben wir denn hier noch? So. Elbe? Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ja. Wenn es euch denn gefallen hat, wir würden uns über Feedback freuen. Oh ja. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Zugucken. Habt noch einen schönen Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Haut rein, ciao.